Hier haben wir heute Thema von den Klageliedern von Jeremia. Und ich denke, wenn wir die Heilige Schrift ernst nehmen, ich lese uns eine Stelle dazu aus 1. Korinther 10, schau die berühmte Geschichte ab Vers 1, wo das Alte Testament und vor allem die Begebenheiten mit Israel beschrieben werden, wo er dann sagt, dass Gott an den meisten kein Wohlgefallen hatte. Es waren Götzendiener, sie haben Unzucht getrieben, sie waren unzufrieden. Und dann sagt die Schrift in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Jeremia war ja der Mann, der das Drama miterlebt hat, dass Jerusalem dann endgültig fiel. Aber das Interessante ist, in Lukas 21, 36 sagt ja unser Herr Jesus, wir sollen wachen und beten und bitten, dass wir diesen Endzeitwirren entfliehen können. Und genau das ist bei Jeremia passiert. Er war einer der wenigen, der entfliehen konnte. Und von daher sagt hier die Bibel ganz klar, es sind Vorbilder, Warnungen, wo wir letztendlich sehen müssen, wie wir die Endzeit, und das ist eine ganz ähnliche Zeit, wir haben die Zeit des Abfalls, das hast du hier bei Jeremia genauso gehabt, da ist alles identisch. Und was für mich interessant ist, es gab einen englischen Wissenschaftler, der hieß Unwin, der hat 1935 eine Studie veröffentlicht, ich besitze die daheim in Englisch, ist ein ziemlich dicker Wälzer, und zwar, er hat dort geschrieben, was er untersucht hat. Er hat 80 Kulturkreise untersucht, also modernere, zur damaligen Zeit Kulturen und dann vor allem die Römer, die Griechen, aber auch animistische, ganz primitive Kulturen. Und er kam zum Schluss und dieser Schluss war dramatisch. Er sagt nämlich, alle diese Kulturen haben bestimmte Sünden aufgewiesen. Er sagt, wenn diese Sünden praktisch, und ich denke, das ist der Normalfall, dass das beim gefallenen Mensch, der vom Sündenfall her ein verlorener Mensch ist, vorkommt. Er sagt, solange das normal lief, ist eigentlich nie was passiert. Aber er sagte, in dem Moment, wenn diese Sünden allgemeingut wurden, wenn diese Sünden nicht nur von der Obrigkeit und von der Öffentlichkeit her toleriert wurden, sondern wenn diese Sünden der Normalzustand wurden, so wie es heute der Fall ist bei uns, dann sagt er, es gab auch Ausnahmen, aber in der Regel war es die letzte Generation und diese Kultur ging gnadenlos unter. Und wir haben genau diese Merkmale des Untergangs. Und genau in so einer Phase, wo Israel um seiner Sünden willen, das müssen wir unterscheiden. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit der Schattenbildlichkeit des Alten Testamentes auseinandergesetzt habt. Die Bibel sagt ja klipp und klar, es ist unser Musterbeispiel, wo wir gewarnt werden. Und ich habe mir das ganz einfach gemerkt, was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Israel ist durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten ausgegangen. Wir gehen durch das Blut Jesu Christi aus dem geistlichen Ägypten aus der Welt aus. Also es ist hier ein absolutes, man könnte fast sagen, äquivalentes Musterbeispiel, was im Alten Testament passiert. Und hier im Alten Testament hast du etwas. Und ich denke, das ist ganz, ganz zentral für uns. Du siehst im Endeffekt, was sie für Fehler gemacht haben und was wir nicht tun dürfen. Und es war so, ich muss es einfach ganz nüchtern sehen, es war der Untergang Jerusalems. Wenn man jetzt das Alte Testament kennt, dann weiß man, dass Israel, die 10 Stämme, die abgespaltenen 10 Stämme, in der Regel eine Darstellung sind, es waren nur Leute des Abfalls, schon Darstellung der abgefallenen Christenheit. Also Israel ist in der Regel immer eine Darstellung des abgefallenen, der abgefallenen Christenheit. Und Juda, der Stamm, wo der Herr Jesus herkommt, ist in der Regel ein Bild auf die treuen Gläubigen, die nicht im Abfall sind. Aber auch hier, sagt die Bibel, wird nur ein Überrest überleben. Und genauso ist es geistlich. Und in diesem Hintergrund hat Jeremia gelebt. Er hat zu diesem Überrest
Bibel nennt sie die 7000 gehört, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Zu denen hat er gehört. Er hat also zu dem wirklich echten Nachfolgepotenzial des Gottes Israels gehört. Und ich denke, wir, die wir heute hier sind, wir wollen doch das Gleiche. Wir haben uns doch in der Regel, die meisten von uns, radikal aus dieser Welt heraus bekehrt, weil wir nicht in die Hölle wollten. Die Bibel sagt klipp und klar, wer der Herr Jesus nicht findet und ihn nicht im Glauben aufnimmt und nicht wiedergeboren wird, der wird in der Hölle enden. Und dieses Gnadengeschenk ist ja wunderbar, was uns der Herr gemacht hat. Aber die Bibel sagt auch, ihr Ende sehe dann. Es ist ein Kampf bis zum Schluss. Und in der Endzeit geht es um den letzten Kampf, genauso wie bei Israel. Da geht es um alles oder nichts. Und nun hat Jeremia etwas gemacht. Er hat ein Buch geschrieben, das in der Regel bei den Bibellesern nicht sehr beliebt ist. Das ist das Buch der Klagelieder. Aber in diesem Buch der Klagelieder macht er etwas Geniales. Durch die Inspiration des Heiligen Geistes hat Gott ihn benutzt, um uns zwei Dinge zu zeigen für die Endzeit. Zwei Dinge zu zeigen, wenn es in die Endkämpfe geht, wenn es wirklich im Untergang hier zu kämpfen gilt. Und zwar, er zeigt uns einmal eine Analyse, wie es geistlich wirkt, wie ein Untergang und wie ein Abfall geistlich wirkt. Und das Zweite, was er dann zeigt, ist, wie ein wahrer Gläubiger, der zum Überrest gehört, das wollen wir doch alle, oder? Wie der innerlich reagieren muss. Und die zwei Dinge möchten wir heute Abend ansehen. Ich beginne jetzt ganz einfach. Das Buch Klagelieder heißt Echa, das heißt Ach oder Weh. Es ist eigentlich ein Weh-Ausruf. Und es ist so, man muss das einfach ganz nüchtern sachlich sehen. Es ist etwas, was man nicht gern liest. Ich möchte uns nur ein paar Eckpfeiler aus dieser Analyse, die der Jeremia jetzt macht. Der Jeremia stand vor Gott. Ein wahrer Gläubiger hat immer das Merkmal, dass er vor Gott in Christus ist. Das heißt, er wandelt im Licht, er wandelt im Geist, er hat Vergebung der Sünde, er lässt sich dauernd durch Jesu Blut reinigen. Und so ist er ein Mensch, der wirklich dem Lamme folgt, wohin es geht, bei aller Schwachheit. Die Bibel ist ganz nüchtern. Sie sagt ganz klar, wir haben Schwachheiten. Aber Hebräer 4,15 sagt, der Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Also es geht nicht um Perfektionismus, sondern es geht wirklich darum, dass wir trotz aller Schwachheiten als wiedergeborene Gotteskinder ihm dienen können. Und das wird immer schwerer, je schlimmer das Umfeld wird. Und wer sich einigermaßen auskennt, der sieht, was passiert. Ich sehe eine nach der anderen Gemeinde abfallen. Es ist für mich ein totaler Schock. Zum Zweiten sagt der Herr Jesus in Matthäus 24,12, wenn die Gesetzlosigkeit ein bestimmtes Maß erreicht hat oder überhand nimmt, dann wird etwas Furchtbares passieren. Dann wird die Liebe der Gläubigen erkalten, und zwar der meisten. Und aus dem Grund ist das für uns so gefährlich. Und jetzt kommt etwas. Man kann jetzt nicht so tun, wir sind die Rechtgläubigen und die anderen sind die Abgefallenen. Ich möchte es einfach so betonen, es geht nicht spurlos an uns vorbei. Es ist bei uns ein Kampf auf Leben und Tod. Und wie das sich auswirkt, das sieht man jetzt, wenn man Klagelieder liest. Ich möchte nur ein paar Einzelpunkte herausgreifen. Zum Beispiel Klagelieder 1. Da heißt es, ach wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt. Er redet hier von Jerusalem. Die Bibel sagt, wir, die Gläubigen, sind das neue Jerusalem. Wir sind die Steine dieses göttlichen Baus, der Leib Jesu Christi, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und er sagt hier ganz einfach, in dieser Endzeit wird der Gläubige einsam sein. Wir sind die Außenseiter, das ist normal. Im Vers 2 heißt es, sie weint unaufhörlich bei Nacht. Es wird um uns immer finsterer, es wird immer schlimmer. Und die Bibel sagt, sie hat keinen Tröster. Das ist bei Jeremia so gewesen, aber wir haben den Tröster, wir haben den Paraklet, wir haben den Geist der Sohnschaft, wir haben den Heiligen Geist, wir haben den Jesus im Herzen. Aber aus dieser Welt, aus der Gemeinde heraus, kommt nichts mehr, was tröstlich wäre. Und dann in Vers 3 heißt es, Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtsdienst. Also selbst die wahren Gläubiger werden gebunden durch diese Dinge. Und da möchte ich nur mal als Symptom zeigen,
das muss man einfach ganz ehrlich zugeben, die Mediengesellschaft hat verheerende Wirkung auch auf die Gläubigen, in jeder Beziehung. Und das Problem ist halt, wenn um dich herum alles abfällt und alles unmoralisch wird und alles gottlos wird und nicht mehr Gott dient, dann färbt es ab. Und darum ist dieser Kampf, den Jeremia hatte und auch das Klagelied, wo er ja zu Gott schreit und sagt, wie schlimm ist das, die Zustände, die beschreibt er jetzt. Ich finde, man braucht hier nicht Theater zu spielen und das geistlich verdrängen. Man kann das ruhig sagen, es ist schlimm. Und in Vers 3 sagt er dann, dass es keine Ruhe mehr gibt. Alle ihre Tore sind verödet. Wir haben es heute schon gehört, ein Ausgang, Neu-Jerusalem, Nehemia 3. Wisst ihr, und ich sage es immer so, wir sind ganz einfach, nach der Wiedergeburt gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Nach der Wiedergeburt gehören wir nicht mehr zum Reich des Teufels, sondern zum Reich Jesu Christi. Wir sind Gerettete, wir sind Gotteskinder. Aber dann ermahnt uns der Herr Jesus in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen. Wir sind ja durch den Heiligen Geist in Christus hineingetauft, aber jetzt muss ich innerlich mit meinem Sein das auch ausleben, indem ich die richtige Haltung einnehme. Und diese Haltung nehmen wir ein, indem man durch die richtigen Tore Jerusalems reingeht oder wieder rausgeht. Wisst ihr, da gibt es Dinge, wo ein Tor etwas symbolisiert, zum Beispiel das Rosttor, die Kraft. Wenn ich mich auf meine eigene Kraft verlasse, dann gehe ich aus dem neuen Jerusalem raus. Verlasse ich mich auf die Kraft Jesu Christi, dann gehe ich ins neue Jerusalem wieder hinein, in die Stellung. Das Mischtor. Wenn ich nicht dafür sorge, dass ich dauernd gereinigt bin durch Jesu Blut, dann gehe ich raus aus dem neuen Jerusalem. Bin ich aber gereinigt durch Jesu Blut, wandle ich im Licht, dann gehe ich wieder rein ins neue Jerusalem. Und er sagt, diese Tore sind verödet. Wisst ihr, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig. Als ich zum Glauben kam, da hatte die Gläubige, wenn du Gebetsgemeinschaft gehört hast, also uns junge Gläubige, wir haben manchmal den Kopf geschüttelt, aber nicht böse, sondern es war für uns schon ein Drama. Fast alle Gläubige haben das Gleiche gebetet. Herr, vergib uns unser Zu-Kurz-Kommen. So Gebet hörst du heute nirgends mehr. Wisst ihr, da war ein tiefes Empfinden. Wir möchten einmal Jesus von ganzem Herzen dienen, aber eigentlich sind wir zu schwach. Und hier ist so, da hat man darum gekämpft, in Christus zu bleiben. Aber jetzt sagt er hier, die Tore sind verödet. Das interessiert die Leute heute nicht mehr. Zu meiner Jugendzeit geistlich, da war jedes zweite Wort, was ist der Wille Gottes, was ist der Wille Gottes. Red heute mit 100 Gläubigen, wie oft du das hörst, was ist der Wille Gottes. Hörst du nicht mehr. Wisst ihr, das sind die Tore verödet. Diese entscheidenden Dinge, wie man in Christus bleibt, sind kaputt. Ihre Jungfrauen sind betrübt. Und 2. Korinther 11, 1 und 2 sind die Gläubige, diese keusche Jungfrau, die Paulus Christus zuführen soll. Das Merkmal einer Jungfrau ist, dass sie nicht befleckt ist. Und er sagt hier, es ist alles betrübt, es ist alles nicht mehr frisch, sondern da ist ein Elend, das an und für sich schlimm ist. Und auch bei den Gläubigen. Und dann in Vers 5 heißt es, ermitte, denn der Herr hat ihr Betrübnis zugefügt. Der Herr muss uns dann letztendlich in Anfechtung hineinbringen, um uns wieder zurechtzubringen. Das ist Erziehungsmaßnahme, steht im Hebräer 12. Und man muss das ganz nüchtern sehen, wenn man auch betet im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Gott versucht niemand, er ist unversucht vom Bösen, aber er hat der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in Versuchung geführt, indem er ihm dem Teufel ausgeliefert hat. Matthäus 4, dass der Teufel ihn versuchen durfte. Und genauso macht es Gott mit uns. Er versucht uns nicht. Er ist vollkommen unberührt vor jedem Bösen, aber er zieht die Hand zurück, dass der Teufel uns angreifen darf. Und das kommt allem nur, weil er uns zurechtbringen will. Weil Vers 6, da kommt dann wieder etwas, ich finde es dramatisch, dann heißt es, sie findet keine Weide, die sind nicht zufrieden, die Gläubigen, mit dem Wort Gottes, mit dem, was die Bibel ihnen bietet. Es ist nicht ihr Ein und Alles. Und dann sagt er, und die Folge ist, kraftlos ziehen sie hin vor dem Verfolger. Es ist keine Kraft da, geistlich. Und diese ganzen Zustände werden erzeugt, auch bei Juda, bei den wahren Gläubigen in der Endzeit, wenn diese Dinge nicht
abgewehrt werden. Und Jeremia leidet unter dem. Und ein wahrer Gläubiger muss hier drunter leiden, indem er einfach sieht, es ist schrecklich. Dann heißt es in Vers 7, alle ihre Kostbarkeiten sind zu Deutsch geplündert. Die sind weg. Wisst ihr, was sind das für Kostbarkeiten, was das vollkommene Opfer Jesu uns bietet? Was sind das für Herrlichkeiten, was wir im Epheserbrief haben, wo er in Kapitel 1, Vers 17 bis 19 erklärt, wie diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes wirken? Red doch heute mit jemand drüber, die Leute wissen nicht, vor was du redest. Und in Vers 8 sagt er, Jerusalem hat schwer gesündigt. Wisst ihr, und du kannst jetzt sagen, da sind viele Gläubige, die sind rechtgläubig, orthodox, die bekennen sich zu allem, die unterschreiben Chicago-Erklärungen für die Unfehlbarkeit des Wortes und duldet trotzdem, dass mir eine Bibel unterschiebt, wo ein Großteil verändert ist oder wo ganz viele Stellen fehlen. Das interessiert niemand, wisst ihr, Theorie und Praxis. Und da kommt etwas in die Gemeinde hinein, wo du merkst, sie wird, ohne dass sie es merkt, wird sie, man würde sagen, in der Jägersprache weitwund geschossen. Sie ist angeschossen. Und dann in Vers 9, die Unreinheit klebt an ihren Zäumen. Sie ist schrecklich heruntergekommen. Wisst ihr, wie heruntergekommen muss die Christenheit und die Menschheit sein, auch Gläubige, wenn sie versuchen, sich der Welt anzubiedern. Wenn sie Angst haben, den Leuten klipp und klar zu sagen, wenn jemand fragt, ja, warum willst denn du das, dass ich zu dir komme? Willst du mich bekehren? Und dann muss die Antwort lauten, ja. Versteht ihr? Ich will doch nur, dass jemand in die Versammlung kommt, dass er der Herr Jesus findet, sich bekehrt und nicht in die Hölle fährt. Das ist doch die Wahrheit, oder? Soll ich dem davor heucheln, ach ja, komm doch zu uns und überhaupt und dem schöne Musik und den Bieter. Ich sag, du kommst, weil du nicht in die Hölle willst. Wisst ihr, da muss man ehrlich sein, wenn du nicht glaubst und der Herr Jesus annimmst, fährst du in die Hölle. Ich muss ihm doch keine besondere Musik bieten. Ich sage, wir singen die Lieder, die wir im Herr Jesus singen. Und wenn du ehrlich bist und der Herr Jesus suchst, dann hörst du zu. Ich habe noch nie einen gesehen, der suchend war, der den Saal verlassen hat. Wisst ihr, wir haben uns vom Teufel hereinlegen lassen. Die Gemeinde sind wirklich von diesem amerikanischen Denker so kaputt gemacht, dass sie glauben, man müsste sich dieser Welt anbiedern. Wisst ihr, wie die Bibel das nennt? Hurerei. Wagt ja keiner zu sagen, oh, man darf ja nichts Böses mehr sagen. Ich sage ja nichts Böses, ich sage bloß, dass das böse ist. Das ist ja nur Analyse. Wisst ihr, und die Bibel sagt, der Feind triumphiert. So empfindet es Jeremia, er empfindet das bei Juda so und so empfinde ich es auch bei uns. Der Teufel triumphiert. Ich habe blühende Gemeinden gesehen, die sind wie das Fallobst zu Boden gestürzt. Gemeinde mit ein paar hundert Leuten, die strengste Strenge waren. Zwei Männer starben und sie kippen um. Das ist das, was Anwin schreibt. Die Welt geht systematisch ins Gericht Gottes und wir sind genauso wie der Jeremia in Kapitel, ich sage es mal so, Mitte 40 bis Ende 52. Wir sind kurz davor, dass der totale Untergang uns droht. Ich bin immer noch überzeugt, dass in den Endzeitkriegen 50% der Menschheit stirbt und zwei Drittel von Israel, so sagt die Bibel. Steht im Sacharja 13, das steht in der Offenbarung. Wisst ihr, ich wundere mich die ganze Zeit, wie Gott sich das gefallen lässt. Wir lästern Gott ins Angesicht gnadenlos. Alle Sünde, die er als Gräuel bezeichnet, wo er die Todesstrafe drauf hat, die provozieren, tun wir's. Wisst ihr, und die Leute, wo das Christentum auf ihre Fahne geschrieben haben, das sind die Schlimmsten. Es sind oft die abgefallenen christlichen Gruppen, die schlimmer sind wie die Welt. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann sagt die Bibel, der Feind triumphiert, der Herr, letztendlich will die Gemeinde retten, aber in Klagelieder 1,10 heißt es, der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach allen ihren Kostbarkeiten. Wisst ihr, der Teufel, wenn er nicht verhindern kann, dass sich jemand bekehrt, dann will er ihm die geistliche Kostbarkeit rauben. Und das genau ist das Ziel. Und hier hast du etwas, Jeremia, das ist das, worum er mir endlich ein Vorbild ist, er sagt klipp und klar, es ist eine Katastrophe. Er sagt auch in Vers 10 dann im Schluss, Dingen,
vom Heidentum, von denen du geboten hattest, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollen. Wisst ihr, meine alten pietistischen Brüder, die haben erklärt, die sind inzwischen schon lange beim Herrn. Wenn die erste Pfarrerin predigt, verlassen wir diese Kirche. Also ich sage es euch ehrlich, ich hätte manchmal wissen wollen, was die heute sagen würde. Die würden mir reiherweise in Ohnmacht fallen wahrscheinlich. Wisst ihr, man kann sich an jede Sünde, an jede Gottlosigkeit, an jede Lästerung Gott gegenüber kann man sich gewöhnen. Du musst nur den Leuten lang genug einreden. Wenn dann nur Leute, die sich konservativ nennen und zum Evangelium bekennen, dasselbe tun und die Leute, ich sag's mal so, narkotisieren, dann gewöhnt sich fast jeder dran. Jeremia nicht. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Wenn wir lernen wollen, wie man diese Analyse geistlich umsetzt, dann dürfen wir uns an diese Dinge nicht gewöhnen. Die Bibel redet hier auch vom glühenden Zorn Gottes. Und in Vers 14 heißt es, diese Dinge, die Jeremia empfindet so, er hat meine Kraft gebrochen. Wisst ihr, da bricht auch die geistliche Kraft. Da ist keine Substanz mehr da. Da ist nichts da zum Überwinden. Nichts, was mich in die Lage versetzt, letztlich Sieg zu haben, sondern man gewöhnt sich auch an die Niederlage. Und dann erklärt die Bibel etwas in 17 und das müsste uns die Schamröte ins Gesicht treiben. Sie sagt klipp und klar, die Feinde sind um uns rum, das ist heute genauso. Und dann sagt er, Jerusalem ist unter ihnen zum Abscheu geworden. Die Gläubigen werden zum Abscheu. Die nehmen uns doch nicht mehr ernst. Versteht ihr? Die nehmen uns doch nicht ernst. Wenn ich früher gepredigt habe, wenn bei mir ein 18-jähriger, frisch bekehrter junger Mann mit dem Auto eine junge Schwester, die auch 18 ist und gerade auch relativ frisch bekehrt ist, mit dem Auto hernimmt, dann geht das nicht. Dann haben mich damals schon fast ausgelacht. Ich habe gesagt, da geht es jetzt nicht darum, ob da wirklich was passiert, sondern geht es um den Schein. Wir haben noch außerhin das Evangelium und wir haben noch außerhin zu zeigen, dass wir keusche Jungfrauen sein wollen. Wenigstens so viel. Wir müssen genau wissen, was wir tun. Auch, ich mache nochmal einen riesen Unterschied zwischen dem, was die Gemeinde nach außen hin zeigt. Da kann sie manche Dinge einfach, muss sie rigoros anders sehen wie diese Welt. Selbst wenn ja jemand in der Gemeinde da ein weiteres Herz hat, das spielt keine Rolle. Aber die Gemeinde hat einen Auftrag. Sie muss sich glasklar aufstellen, was sie tut und nicht tut. Und die Bibel sagt hier, die Welt ist dann im Prinzip von den Gläubigen angeekelt. Und Jeremia sagt dann, Vers 20, ich bin sehr widerspenstig gewesen. Wisst ihr, er empfindet selber, dass er hier auch versagt. Und dann in 21 sagt, ich habe niemanden, der mich trösten würde. Und in 22 am Schluss sagt er, mein Herz ist krank. Und die Bibel sagt dann etwas Furchtbares. Er hat die Zierde Israels vom Himmel zur Erde geschleudert, in Kapitel 2 im 1. Vers. Die Bibel sagt ja, wir haben eine himmlische Hoffnung. Wir leben mit Christus verborgen in Gott. Ein Teil von uns lebt in der himmlischen Welt. Das ist halt die Frage, leben wir in der himmlischen Welt oder leben wir auf der irdischen Welt? Geht alles nur ums Irdische. Ich möchte mal Punkte ansprechen, dass man auch sieht, was ich praktisch meine. Wir haben uns nicht der Welt anzubieten. Und vor allem haben wir etwas nicht zu tun. Wir haben nicht Geld einzusammeln. Versteht ihr? Ich bin schon bei Versammlungen gewesen, da haben wir Geld mit Putzeimern eingesammelt. Und fragt einmal die Welt, wie die das empfindet, die ekelt das an. Ich habe immer noch diese Überzeugung, wenn Gott einen Auftrag gibt für eine Arbeit, dann zahlt er auch. Wer nicht zahlt, sind die Menschen, aber wenn Gott einen Auftrag gibt, zahlt er auch. Wir brauchen nicht mit Putzeimer rumgehen, wir brauchen die Leute nicht ausnehmen. Wisst ihr, das sind diese geistlichen Kostbarkeiten, wo eine Gemeinde nur auf den Herr sich verlässt. Und alles vom Herr Jesus erwartet. Wisst ihr, ich sage euch ein Beispiel, ich habe schon mal erzählt, ich habe einem Ausländer Geld gegeben. Und der ist abgereist mit meinem Geld. Und mir war klar, dein Geld siehst du nicht mehr wieder. Und ich habe zu meiner Kollegin, es war hier Drama, und ich hätte dann von der Geschäftsleitung eine drüber bekommen, ich war ja 43 Jahre auf der Bank. Und ich habe dann natürlich zum Herrn Jesus geschrien und habe gebetet. Ein paar Monate später geht die Tür auf, mein Kunde kommt.
leg mir das Geld zurück auf der Banktresen. Dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ist euch klar, das gibt es nicht. Das ist die Gebetserhörung, hier hat Gott eingegriffen. Das sind die Kostbarkeiten. Wir müssen dieser Welt nicht zeigen, dass wir sein wollen wie sie. Das interessiert die doch nicht, die lachen uns aus. Sondern wir müssen ihnen zeigen, dass wir Kostbarkeiten haben, von denen sie keine Ahnung haben. Wir müssen ihnen zeigen, wenn die ganze Welt sagt, es gibt keine Chance mehr und wir beginnen, da droht Gottes im Namen Jesu zu bestürmen, dann kann Gott eingreifen und dann geschehen gewaltigste Dinge. Das sind diese Kostbarkeiten und er sagt, diese Kostbarkeiten will euch der Teufel stehlen. Ihr werdet aus eurer himmlischen Stellung in Christus auf die Erde geworfen. Das heißt, ihr geht nur noch irdisch darum. Und Jeremia leidet unter dem schrecklich. Er sagt sogar in Kapitel 2, Vers 3, er zog seine rechte Hand zurück vor dem Feind. Die rechte Hand Gottes ist der Herr Jesus. Könnt ihr nachlesen im Psalm 118. Das heißt, er lässt uns dahin gehen. Er gibt uns dahin. Er lässt uns laufen. Er lässt uns machen, was wir wollen. Und dann heißt es Vers 5, der Herr ist wie ein Feind geworden. Er ist nicht mein Feind geworden, sondern nur wie ein Feind. Das heißt, du hast dann den Eindruck, Gott lässt es zu. Den Ort seiner Festversammlungen hat er zerstört. Er sagt in Jesaja 1, ich mag euch nicht, dass ihr meine Vorhöfe zertretet. An anderer Stelle sagt er, ich mag das Geblärre eurer Lieder nicht. Was denkt ihr, was Gott heute sagen würde? Das ist ein Drama. Und was für mich ganz entscheidend ist, dieser Jeremia hat hier nicht letztendlich das alles verdrängt, ach ja, es wird alles gehen, sondern der hat da unendlich gelitten und er sagt, er hat es letztendlich vor Gott als furchtbares Drama empfunden. Und wenn wir mal aufhören, diese Zustände der Gläubigen und diese Zustände, die in der Welt herrschen, als Drama zu empfinden, dann gehen wir unter. Die Bibel redete Vers 8 von dieser Messschnur. Und wir müssen das einfach sehr. Gott hat eine Messschnur, die ist ein bisschen anders wie wir. Einmal sagt er, wenn er nicht sofort richtet, glauben wir, wir wären wie er, aber wir werden uns täuschen. Gott hat eine Messschnur und die wird er letztendlich ausspannen. In 2. Könige 21, 13 steht, ich will über Jerusalem, in dem Fall die Gläubigen, der Überrest, die wahren Gläubigen, ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias, das ist die abgefallene Christenheit, ausspannen. Und das Sinkblei des Hauses Ahabs. Wisst ihr, Gott wird den Maßstab anlegen, aber an uns Gläubige. Und wir werden keine Ausrede haben. Und Jeremia ist hier total, ich sehe so, wenn ich das nüchtern auf mich wirken lasse, er ist entsetzt. Vers 9, auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarungen mehr vom Herrn. Ein Prophet war im Alten Testament ein Bußprediger. Dass er nebenher noch zukünftige Dinge gesagt hat, das wird von uns völlig falsch interpretiert. Wir denken immer, ein Prophet sagt die Zukunft voraus. Er hat in Wirklichkeit die Gemeinde ins Licht gestellt, die Gemeinde Israels hat ihre Buße gepredigt. Und als Nebendefekt hat er die Zukunft gezeigt. Er war ein Bußprediger. Wisst ihr, wenn wir nicht mehr den Mut haben, den Leuten die Wahrheit zu sagen, wirklich Buße zu predigen, auch das, was Gott sagt. Und wenn wir nicht mehr Leute sind, und er sagt klipp und klar, es gibt Propheten, die vom Herrn berufen sind, und so gibt es heute Verkündiger, die sind vom Herrn berufen, und dann gibt es Verkündiger, die sind nicht vom Herrn berufen. Wenn ihr wissen wollt, wie Gott die sieht, dann lest Jeremia 23. Da sagt die Bibel, sie predige das, was sie in ihrem Herzen haben. Dann ist aus. Wenn Gott nicht mehr die Offenbarung gibt, wenn Gott nicht mehr das Wort lebendig macht, wenn das Wort Gottes kein zweischneidiges Schwert ist, wenn die Verkündigung nicht wirkt, dass das Wort Gottes die Menschen trifft wie ein Keulenschlag und durch die Herzen geht, dann hast du nur noch bla bla wie in dieser Welt, wie in der abgefallenen Christenheit. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Zwei Menschen sagen genau das Gleiche. Der eine hat Vollmacht vor Gott, ist beauftragt, es zu tun und der andere nicht. Die können sogar genau das Gleiche sagen. Wenn ihr das studieren wollt, lest Johannes 11, Maria und Martha. Die sagen genau das Gleiche. Maria hat ein Herz, das zu Füßen Jesu lag und das hat Gott bestätigt. Und der Jesus wird zu Tränen gerührt wegen ihr. Martha sagt das Gleiche und er muss sie verwarnen.
Wisst ihr, da passiert genau das Gleiche. Wenn das mit Vollmacht gepredigt wird, dann geht es durch die Herzen und trifft die Menschen wie ein Keuleschlag. Dann kommt Gott zum Ziel, der Heilige Geist wirkt. Wo das nicht der Fall ist, dann ist es Strohgedresche. Die Leute hören das, aber keine Wirkung. Wisst ihr, was die Folge ist? Sie werden abgestumpft. Das Trauma, das ist es, was Jeremia meint. Also ich muss sagen, ich bin auf eine Art schockiert, wie aktuell er ist. Die Propheten haben keine Offenbarungen mehr. Gott redet nicht. Ist doch ein Drama. Ich gehe doch nicht in den Gottesdienst. Wisst ihr, und früher war es so, ich habe mal die Geschichte der alten Täufer gelesen, hatte ich einen Schock. Da sagt er, das ist kein so wichtiges Thema, da reicht es, wenn du 4 Stunden predigst. Und dann sagt er, dieses Thema ist ganz wichtig, da musst du 6 Stunden predigen. Und ich denke, naja. Also wir predigen in der Halbstadt, ich predige in der Regel mehr wie 1 Stunde, ist normal. Mir sagt man, Karl Hermann, du darfst nicht mehr predigen, weil die Leute können nur 20 Minuten zuhören. Das ist ein dummes Geschwätz. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann kannst du stundenlang predigen und die Leute hören dir zu. Bloß wenn du keine Vollmacht hast, musst du nach 20 Minuten aufhören. Das ist falsch. Nee, wisst ihr, das ist so. Und ich kam in eine Gemeinde in Richtung Bodensee und Richtung Schweiz-Bodensee, so Schaffhauser Umfeld hoch. Dann sagt man mir, du musst Punkt 11:30 aufhören. Ich habe gedacht, da ist was ganz Wichtiges um 11:30. Ja, da war was ganz Wichtiges. Ich hatte kaum Amen gesagt, haben die Partytische rausgezogen und die Kaffeetasse und dann mal Kaffee trinken. Versteht ihr? Oder dass du 40, 60 Minuten Vorprogramm hast, mit allem drum und dran, inklusive Gesang, Bekanntmachungen, Spiele, und dann darf nur einer ein bisschen predigen. Was sagt der Paulus in seinem Testament? Ihr kennt ja das Testament des Paulus, 2. Timotheus 4. Predige das Wort, sei gelege oder ungelege, spielt überhaupt keine Rolle. Du musst es predigen, das ist unser Auftrag. Wisst ihr, und Jeremia hat das alles gesehen, wie das alles kaputt geht. Vers 12, wo ist Brot und Wein? Das Bild fürs vollkommene Opfer. Wenn ihr mal eure Leute, die vom Abfall befallen sind, aber auch die Rechtgläubigen in Verlegenheit bringen wollt, dann geht hin und lest ihnen Epheser 1, 17 bis 19 vor. Da steht zum Beispiel, dass Gott uns offenbaren muss, was in unserem Herzen drin ist von der völligen Erlösung. Und dann sagt er klipp und klar, der Text, wenn du das im Glauben annimmst, dann werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst in uns hinein. Frag mal die Gläubigen, wie geht denn das bei dir? Wir können mit dir reden, ob man das und das machen soll, dass du die Leute erreichst, was du für missionale Maßnahmen machen sollst. Aber Entschuldigung, von der wirklichen Wirksamkeit Gottes haben die alle keine Ahnung. Ich sage es nicht von oben herab. Ich sage es wie in Jeremia. Es ist furchtbar, dass das in der Christenheit einziehen konnte. Und dann sagt er in Klagelieder 2,14, deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt. Mir hat heute wieder ein Bruder erklärt, ich war geschockt. Er sagt, es ging um das Gleichnis von den 10 Klugen und den 10 törichten Jungfrauen. Entschuldigung, 5 törichte, 5 Kluge, also die 10 Jungfrauen, die 50-50 sauber war, nicht sauber war. Und dann sagt der Prediger am Schluss, beim Pfarrer, sagt er am Schluss, so und jetzt müsst doch sagen, jetzt musst du entscheiden, willst du zu den Törichten gehören oder zu den Klugen? Wer ist das? Was musst du tun? Er hat ihnen gesagt, lebt euer Leben. Das ist genau das. Deine Propheten, nee. Sie haben dir Erlogenes gepredigt, geweissagt. Das ist wieder im tiefen Herzensauffallung, sagt er in Klagelieder 2,17, er hat sein Wort genau erfüllt. Jeremia sagt, er tut doch genau das, was er sagt. Und wenn Gott genau das tut, was er sagt, dann stehen wir vor einem ungeheuren Zorngericht. Ist euch das klar? Obama hat gesagt, wenn es einen Krieg mit der Ukraine damals gegeben hätte, dieser Krieg wird auf dem Territorium Europas ausgeführt. Versteht ihr? Wir sitzen auf einem Pulverfass, ist uns nicht klar. Ich habe meine Kollegen schon vor 30 Jahren gesagt, wenn die Atombombe und Rakete auf Deutschland fallen, das ist wegen eurer Hurerei. Ach, du bist extrem. Wir nähern uns dem immer mehr. Und Jeremia hat das gesehen. Er ist hier im Zustand, ich möchte es mal so sagen,
Es ist schon dramatisch. Also er ist tief erschüttert, aber er empfindet es selber, er empfindet sein eigenes Versagen. Seine Analyse ist so, dass er in die Tiefe geht und sagt, es ist furchtbar. Und Vers 22 heißt, alles, was ich fürchtete von allen Seiten. Und hier Potschuk sagt, alles, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Das ist der Sorgegeist. Man hat kein Glaube, sondern man hat Angst. Und wenn man Angst hat, mitten im Abfall und Gott nicht vertraut, dann kommt genau das, was man nicht will. Das will man nicht hören. Ist aber so. Klagelieder 3,1. Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute deines Zorns. Er sagt, auch wir Gläubige sind tief gebeugt, dass das in unseren Reihen passieren kann. Tief gebeugt, was alles möglich ist. Und dann sagt er klipp und klar, die Folge ist Vers 8, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Wisst ihr, Geschwister, es ist doch nicht normal, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Man hat uns systematisch daran gewöhnt, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Das ist aber nicht normal. Es ist der Normalfall, dass Gott unsere Gebete erhört. In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 steht, wenn wir etwas im Wille Gottes bitten, dann erhört er die Gebete. Wir haben es, wir brauchen nicht ein zweites Mal beten. Wir beten schon, wissen schon gar nicht mehr, wenn wir beten, ob es der Wille Gottes ist oder nicht. Da merkst du, wie weit wir uns entfernt haben. Nicht die Abgefallene. Ich rede jetzt wieder Jeremia als jemand von den 7000. Kapitel 4,1. Ach, wie ist das Gold geschwärzt. Gold ist das Symbol für das Wesen Gottes. Wie viel ist bei uns noch da? Wie ist das köstliche Gold entstellt? Wisst ihr, wie viel von unserem geistlichen Wesen ist überhaupt nur sichtbar? Und er sagt dann in Vers 6, denn die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer geworden als die Sünde Sodoms. Wisst ihr, die Schuld nimmt immer mehr zu. Da kommen Leute und überlegen mir, wieso stimmen bestimmte Kirchenkreise jetzt gegen diese Segnungen, wo vor Gott gräuel sind. Ja, Entschuldigung, da muss ich sagen, ja, denkt ihr über das nach. Ihr müsst gucken, da braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Das ist alles abgefallen. Ihr müsst drüber nachdenken, was bei euch passiert. Ihr müsst vor der eigenen Haustür kehren, dass hier nichts passieren kann. Das ist das Problem. Wissen Sie, du merkst, die Leute sind verwirrt. Sie haben keine Vorstellung mehr, wo sie sich absondern müssen. Sie haben keine Vorstellung, wo sie ausräumen müssen. Ich sage, die Gläubigen immer, lest 2. Korinther und guckt Kapitel 4 ab. Ich lese uns mal die Stelle, weil die 6,14 und folgende, weil die Stelle, die hat so eine entscheidende Bedeutung auch für die Endzeit. 2. Korinther 6,14. Zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen, durch Wiedergeburt, und unter ihnen wandeln, wenn ich im Geiste wandle. Wisst ihr, das ist der Normalfall. Darum geht von ihnen aus und sondert euch ab. Wisst ihr, und die Bibel sagt klipp und klar, es gibt Dinge, da musst du dich absondern als Gläubiger, da musst du die Finger davon lassen. Und ich sage mal so, mir haben Leute gesagt, ich war in Biel in der alten Gemeinde von Schlachter. Ich wollte nicht wissen, was der Mann gesagt hätte, wenn er die Gemeinde gesehen hätte. Ich war völlig schockiert. Ich war so schockiert, dass ich das Abendmahl verweigert habe. Hinterher haben die Leute mit mir geredet, ja, weißt du, Karl Hermann, wir machen das, dass wir die Jugend gewinnen. Dann habe ich ihnen gesagt, Entschuldigung, wir haben wahrscheinlich mehr Jugend wie die und sagen, wir machen keinen so Zirkus und die Jugend ist trotzdem da. Wisst ihr, man versucht sich anzubiedern und das ist Hurerei geistlich. Und das ist das, was er sagt und dann kommt was Furchtbares. Das ist mit die furchtbarste Bibelstelle, die ich kenne. Ich habe das erlebt. Klagelieder 5,8. Knechte herrschen über euch. Wisst ihr, was das ist? Dann hast du Leute, die selber in der Sünde gebunden sind, die selber nicht sauber sind, und die fangen dann Herrschaft auszuüben. Das sind oft die führenden Köpfe von ganzen Bewegungen. Wisst ihr, wenn ich erlebe, dass mich führende Leute von Bewegungen, die eine Heiligkeit versprüht, dass der fast schwindelig wird, mich ins Gesicht hinein anlügen, dann muss ich sagen, genau das sind die Leute. Ein Gläubiger lügt nicht, ein Gläubiger betrügt nicht, aus Finanzamt nicht. Ein Gläubiger gibt, wenn er auf seinem Kassezettel vom Netto oder vom Rewe merkt, dass er sich um 10
Cent verrechnet hat zu ihren Ungunsten, geht zur Kasse und zahlt die 10 Cent. Ist das klar? Ein Gläubiger hurt nicht rum, versteht ihr? In den heutigen Zeitschriften, die überall verbreitet sind, oder die Gläubiger, ein Gläubiger kann das auch passieren. Entschuldigung, wenn das so schon die Gläubiger praktisch Weitwund schießt und sagt, ja, das könnte mir auch passieren. Nein, es kann ihm nicht passieren. Das ist der große Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Malachi 3. Aber das ist genau der Unterschied zwischen letztendlich dem Überrest, der wirklich überlebt, und der Gemeinde, die zwar wiedergeboren ist, das sind Gottes Kinder, die wollen Gott dienen, die hier letztendlich schon Weitwund geschossen sind. Und ich sage es mal so, die Bibel sagt Folge, Klagelieder 5,16, gefallen ist die Krone von unserem Haupt. Dann fällt die Krone vom Haupt. Und dann tummeln sich die Füchse, Vers 18. Jetzt können wir sagen, ja, was sollen wir tun? Jetzt siehst du etwas, das hat mich völlig fasziniert, wie dieser Jeremia, jemand, der das ganze Elend sieht, das er aus seiner eigenen Schwäche sieht, wie der sagt, wie soll ich hier überleben in diesem Umfeld? Wie kann ich die kleine Gruppe, wo ich vielleicht jetzt dafür zuständig bin, sauber halten? Wie kann ich um meine Gemeinde oder meine Gruppe oder meinen Hauskreis, wie können wir überleben? Und er sagt etwas, Klagelieder, das fängt da bei 3,21. Dieses will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Also er sagt jetzt etwas, wisst ihr, er sagt nicht, ich bin von dem überzeugt. Er sagt nicht, ich fühle es. Er sagt nicht, das ist doch glasklare geistliche Wahrheit. Er sagt, ich muss es mir selber vorsagen. Wisst ihr warum? Weil das etwas ist, wo der Teufel dauernd mit Gedanken versucht, es kaputt zu machen. Er sagt, ich muss es mir selber vorsagen, dass ich Hoffnung habe. Gnadenbeweise des Herrn sind es, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Da steht im Hebräischen Chesed. Dieses Wort bedeutet die Bundesgnade. Wisst ihr, das ist die Gnade, die der Herr Jesus durch das vollkommene Opfer Jesu gebracht hat. Völlige Reinigung durch Jesu Blut. Breche meiner Sündernatur durch das Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich halte mich dafür. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von allen Sünden. Und da sagt er, diese Gnade beweise, dass er dich die ganze Zeit gereinigt hat, dass er dich trotz deiner Schwäche durchgebracht hat, dass du nicht in offene Sünde gefallen bist. Das war die große Gnade Gottes. Und das muss ich meinem Herzen sagen. Bis hierher hat es ein Täler einmal einen Stein aufgerichtet. Eben Eser, bis hierher hat der Herr geholfen. Und jetzt sagt Jeremia, in diesem ganzen Abfall musst du hingehen und sagen, jawohl, es ist so schlimm, ich bin auch schwach, ich sehe auch, wie hier alles kaputt geht, ich weiß auch nicht, wie wir überleben sollen. Aber jetzt gehe ich hin und sage, deine Gnade, das will ich in meinem Herzen vorhalten, die Gnade Gottes hat mich durchgebracht. Bis hierher hat der Herr geholfen. Und der das gute Werk angefangen hat, wird es nicht aufgeben, wenn ich das mache, was in Malachi steht. Dass ein Unterschied ist zwischen dem, der ihm dient und dem nicht dient. Wenn ich bereit bin, Gott zu dienen, wenn mich alle auslachen, wenn ich nur Nachteile habe, spielt überhaupt keine Rolle. Übrigens, ich habe festgestellt, ich habe gar keine Nachteile. Das redet der Teufel nur immer ein. Man hat mir zum Beispiel gesagt, wo wir unsere Rechtsform vor der Gemeinde gesagt haben, gläubige Steuerberater, das geht gar nicht, Karl Hormann, das geht nicht vom Geld her, ich krieg Probleme. Wisst ihr, was am Schluss war? Das Finanzamt ist stark gesessen mit aufgesperrtem Mund und hat gesagt, sowas gibt es nicht. Sie haben uns die Steuer, sie haben alles durchgelassen. Gott hat eingegriffen und jeder hat mir gesagt, es geht geschäftlich nicht, es geht alles. Wenn du sicher bist, dass der Wille Gottes ist, dann macht er jede Tür auf. Und wenn er eine Tür aufmacht, kann sie niemand mehr schließen. Bloß der Unterschied ist der, es steht, und das ist wichtig, das Gleichnis vom ungerechten Richter, da steht klipp und klar, meint er, dass er den Glauben findet auf Erden? Das heißt, die Gemeinde ist durch die Gesetzlosigkeit am Ende der Zeit, da sind wir angelangt. Die Gesetzlosigkeit ist da, der Weltstaat ist da, die Welteinheitskirche braut sich zusammen, der Abfall der Gläubigen ist da, ist alles da. Und jetzt muss man einfach ganz nüchtern sagen, in der Zeit wird nicht nur die Gesetzlosigkeit da sein, die ist ja da, per Gesetz wird Gesetzlosigkeit letztendlich installiert, sondern die Liebe zum Jesus erkaltet und der biblische Glaube ist nicht mehr da.
Und im Prinzip braucht die Gemeinde nur zwei Dinge. Die brennende Liebe zum Herrn Jesus und diesen kindlichen Glaube, dann überlebt sie. Das hat der Jeremia erkannt. Er sagt, diese Treue Gottes, dass er mich durchgebracht hat, ist jeden Morgen neu. Und er sagt, ich muss es mir sagen. Das kommt nicht automatisch. Ich muss es mir selber vorsagen. Ich muss mich vor den Text setzen und sagen, Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Er hat Mitleid mit meiner Schwachheit. Sein Blut macht mich rein von jeder Sünde. Du bist mit Christus gekreuzigt. Halte dich davor. Und ein Toter kann ich in Sünde leben. Versteht ihr? Das muss ich mir vorhalten, jeden Tag. Das heißt, ich muss aktiv werden, nicht passiv. Ich werde aktiv gegen das alles. Ich werde aktiv gegen meine eigene Meinung und stelle mich geistlich auf und reiß diese geistliche Wahrheit neu an mich. Und dann passiert sie. Das ist der große Unterschied. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Merkt ihr jetzt was? Jetzt hat es die Seele begriffen. Jetzt sagt er, meine Seele sagt jetzt, der Herr ist mein Teil. Darum will ich hoffen. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich habe keine Angst vor der Endzeit. Ich habe keine Angst. Warum soll ich anklagen? Der Herr sagt, wenn du wachst, bittest und betest, wirst du entfliehen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich entfliehen werde. Wie er das macht, weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich verlasse mich auf sein Wort. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen. Gegen die Seele, die nach ihm sucht. Jetzt sagt er ist gütig. Wenn du hoffst, das heißt, du musst hoffen, dass er das tut. Du musst hoffen, dass er dich durchbringt. Du musst glauben und hoffen, dass du nicht abfällst. Du musst glauben, dass das Blut reicht, um dich vollständig zu reinigen. Du musst glauben, dass das Kreuz Jesu Christi so eine Gewalt hat, wenn du es im Glauben annimmst, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass deine Sündenatur bricht. Jetzt sagt er was, das ist brutal. Vers 26. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Manchmal brauchst du gar nichts tun. Du brauchst nicht reden, du musst nicht zum Menschen gehen, du musst nicht diskutieren. Manchmal musst du dich nur in die Stille zurückziehen vom Herrn Jesus und dann in aller Gemütsruhe warten, bis er eingreift. 2. Mose 14, 14 ist bei Israel passiert. Der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Das ist ein Geheimnis. Nicht alles zerreden, nicht immer schwätzen. Still sein. Warte, bis der Herr hier eingreift. Und dann müssen wir unsere jungen Leute etwas beibringen. Wir müssen die nicht hochzüchten. Wir züchten die jungen Leute hoch, dass sie hochmütig werden. Da steht, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Wenn ein Junge sagt, mir geht's dreckig, sage ich, wunderbar. Klagelieder 3,27, du brauchst es. Geh durch. Wisst ihr, da haben wir doch den Mut nicht mehr dazu, dann gehen die weg, die gehen nicht weg. Er sitze einsam und schweige. Ich bin völlig isoliert. Jawohl, das ist doch gut für dich. Steht hier, wir sind so positive Denker geworden. Wir haben am Teufel seine Lüge geglaubt, statt dass wir der Bibel glauben. Er soll still sein und schweigen, wenn er es ihm auferlegt. Ich sage, du musst nur still sein und warte, was der Herr dir sagt, als sein Wille. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so bitte er ihm die Wange da. Und lasse sich mit Schmach sättigen. Wer predigt sowas? Wisst ihr, die wollen das nicht hören. Wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Und dass mir jemand sagt, sage ich Lüge. Stimmt einfach nicht. In dem Moment, wie du dich bekehrst, gehörst du zu einer anderen Welt. Zu der Welt des Lichts. Also greift dich die Finsternis an. Drum hast du die Waffenrüstung des Christen. Das ist völlig normal. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es bei uns zugeht, wenn der Konferenz oder was ist, fragt mal meine Frau. Ich war ich habe drei Veranstaltungen gehabt. In Passau, in Pöchlarn und am Wörthersee. Wenn meine Frau nicht geschrien hätte wie am Spieß, wären wir beide tot gewesen. Was mir normal gar nie passiert, ich schlafe bei ca. 120, 140 auf der Autobahn ein. Sie schreit und dann dreht sich das Auto rum und da ist das Wunder passiert. Das ist ja nicht normal. Du reist in die richtige Richtung, das war das Erste. Und das Zweite, das Auto ist nicht ausgebrochen. Den hat es geschüttelt, ganz richtig, er ist nicht ausgebrochen, es hat mich nicht überschlagen. Und dann saß ich drin im Auto und dann hat der Herr angefangen zu mir zu reden, ganz einfach. Ich habe zum Herrn geschrien, ich danke dir, dass nichts passiert ist. Dann hat der Herr angefangen, hat Folgendes zu mir gesagt. Ich habe keine Stimme gehört, sondern es war in meinem Herzen glasklar. Nach dem Erlebnis bist du jetzt bereit, auf der Konferenz alles zu sagen, ohne Taktik? Ich habe gesagt, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ist er? Gott ist so, wenn du Gott dienst, kann es dir schlecht gehen. Aber es geht dir nur kurzfristig schlecht. Langfristig geht es dir gut. Langfristig überlebst du.
denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich. Nach der Fülle seiner Gnade, und da steht wieder Chesed, die Bundesgnade. Das heißt, aufgrund von diesem vollkommenen Opfer gibt er dir vollständige Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wisst ihr, und da steht im Hebräischen Enosh, die bösen Menschenkinder. Und wenn du das jetzt siehst, wie er hier sich aufstellt, dann siehst du wunderbare Dinge. Und er sagt dann in 39, warum beklagt sich der Gläubige dauernd? Wisst ihr, die Seuche und die Krankheit der Gläubige, die Viruskrankheit, die jeder Gläubige hat, ist die Unzufriedenheit. Alle sind unzufrieden, mit allem. Es hätte sich wahrlich ein jeder über seine Sünde zu beklagen. Jetzt sagt der Jeremia, was muss ich tun? Was soll ich jetzt tun angesichts dieser Tatsache? Ich will diese Hoffnung halten. Ich will mich nicht mitreißen lassen von diesem Dreck. Ich will mich nicht von den angeblich großen Namen, die schon im Abfall sind, mitreißen lassen. Ich will sauber bleiben bis zur letzten Minute. Ich will ihm dienen, trotz meiner Schwachheit. Und da werde ich Fehler begehen, das ist keine Frage. Aber trotzdem, er sagt, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Da, wo du irgendwas als falsch erkannt hast, kehr einfach um. Du brauchst aber jetzt nicht hier eine große Analyse machen. In der Regel weiß der Gläubige schon, wo es klemmt. Das brauchen wir ihm in der Regel nicht sagen, so kenne ich den Gläubigen. Wir wissen genau, wo wir abtrünnig oder widerspenstig sind, so wie es Vers 42 heißt. Und dann erklärt er auch, bei dem Gläubigen kann es dann passieren, wenn er widerspenstig ist, dass kein Gebet hindurchgeht. Das ist das Problem, das ist für mich das Kriterium. Was ist mit meinem Gebet? Und da kommt immer wieder, wo er sagt, selbst der wahre Gläubige, der wiedergeboren ist, wenn er nicht hier klar geht und nicht wirklich auch die Gebetserhörung hat, Gott dient und sauber ist, dann bist du zum Abscheu inmitten der Völker. Vers 45. Wisst ihr, das darf er nicht unterschätzen. Die Welt sieht viel besser, was bei uns los ist, als wir selber. Und dann sagt er, Vers 49, wir kommen nicht zur Ruhe. Wasser ging über mein Haupt. Wasser ist in der Bibel laut Offenbarung 17, 15 ein Bild für die Menschen, für die Völker. Dann kann es sein, Gott lässt Menschen über dein Haupt gehen. Du wirst gedemütigt. Ist das schlimm? Nein. Ist doch egal. Ist doch nur interessant, was der Herr von mir denkt, nicht was die Menschen von mir denken. Und dann sagt er, Vers 55, aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube. Und du musst dir nur eines merken, je dreckiger es dir geht, je mehr musst du den Namen des Herrn Jesus anrufen. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Tief unten aus der Grube. Du hörtest meine Stimme, er hört meine Stimme am ehesten, wenn es mir dreckig geht, ist euch das klar. Weil dann bin ich zerbrochenen Geistes und die Bibel sagt, bei denen wohnt Gott. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir an dem Tag, an dem ich dich anrief. Du sprachst, fürchte dich nicht. Du führtest die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Er führt dann meinen Seelenbereich. Das heißt, er bringt mich durch. Er macht auch, dass ich nicht kaputt gehe. Das ist gigantisch. Er lässt mich nicht kaputt gehen. Ist doch wunderbar. Aber wenn du das jetzt siehst, wie er das alles auf den Höhepunkt führt, Vers 21, bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir uns umkehren. Jetzt kommt der große Wunsch, lass unsere Tage wieder werden wie früher. Könnt ihr euch erinnern, wo ihr euch bekehrt habt? Wie bei einer Ehe. Die Verliebtheit und hinterher die ausgereifte Liebe sind zwei Paar Stiefel. Aber wisst ihr, so in der Phase, wo du, so wie es einmal der Herbert Janssen gesagt hat, lieber sterben würdest als zu sündigen, wo du einfach Herr Jesus zu Füßen lagst, er war dein Ein und Alles, du hast keinen Kompromiss gemacht, du wolltest einfach ihm dienen, trotz aller Schwachheiten, die wir immer haben. Und er sagt, das ist das, was ich will. Und dann sagt er hier, Vers 19, dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus verzieht, wisst ihr, was in 100 Jahren ist? In 100 Jahren sind alle, die heute die Welt regieren, alle, die heute die Gemeinde regieren, ich sage ausdrücklich regieren, alle, die heute was zu sagen haben, sind alle schon lang verwest. Ihre Seelen sind schon lang in der Ewigkeit. Je nachdem, ob sie Gottes Kinder waren, sind sie im Paradies beim Herr Jesus oder sind im Hades in der Vorhölle. Und bei der Verstehung kommt dann alles raus.
Wisst ihr, wenn ich das sehe, dann sehe ich zwei Dinge. Ich sehe die Analyse wie in Jeremia bei uns auch. Es ist schlimmer denn je. Es war noch nie so schlimm. War noch nie so schlimm. Es gab noch nie so einen Abfall. Es gab noch nie etwas, dass man mehr Kinder umgebracht hat im Mutterleib, als in Weltkriegen gestorben sind. Deutschland, das wirklich sich trotzdem, dass Gott hier auch 5. Mose 28 erfüllt hat, sein eigenes Gericht über Israel, Deutschland, das sich furchtbar an Israel versündigt hat, hat keine Hemmungen mehr, sich heute gegen Israel zu stellen. Versteht ihr? Das ist ein Drama ohne Ende. Versteht ihr? Und ich glaube immer noch, und inzwischen ist es so weit, dass die Leute das tausendjährige Reich leugnen, sie leugnen, dass Israel eine Zukunft hat. Wisst ihr, da hat die Christenheit heute kein Problem mehr. Sie haben kein Problem mehr, formell sich zu der Bibel zu bekennen und verderbteste Bibelübersetzungen zu lesen. Wo Bibelübersetzungen, wo drin steht, was sind das für Wunden in deinen Händen? Jeder, wo Bibel lest, weiß das. Zerschlage der Hirte und die Herde zerstreut sich, dass es der Herr Jesus ist, das ist so klar für jeden Bibelleser. Dann heißt es, man hat es mir geschlagen im Hause derer, die mich lieben, in Israel, ist ein auserwählter Volk. Da steht in moderner Bibel drin, ich hatte eine Schlägerei mit meinen Brüdern. Das sind die Guten. In die Schlechter steht drin, ich hatte eine Schlägerei mit Kultprostituierten. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit Buhlen. Wisst ihr, da haben wir gar kein Problem mehr. Und das ist das Drama. Die Analyse ist, das war noch nie so schlimm. Jetzt macht eigentlich Jeremia etwas. Er geht zuerst hin und sagt, Herr, auch ich habe etwas abbekommen. Vergib mir, reinige mich. Mach, dass ich nichts mehr habe von dem. Hilf mir, dass ich vor dir klar bin. Es ist nur eines wichtig, dass ich klar bin vor mir Jesus. Gereinigt bin durch sein Blut, dass ich ihm diene. Willentlich bereit, bei ihm zu dienen, koste es, was es wolle. Und dann geht er hin und sagt, das alles geht nicht automatisch, weil meine Seele dagegen rebelliert. Warum rebelliert die, wenn sie verseucht ist von diesem antichristlichen Geist? Also sagt er, muss ich hingehen und muss praktisch die biblische Wahrheit nehmen und halt sie meiner Seele vor. Ich muss mir das vorhalten und sagen, es wird ein Unterschied sein in der Endzeit, Malachi 3, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott hat sogar ein Buch geschrieben, wo die drinstehen. Und da muss ich sagen, ich will meiner Seele vorhalten. Ich will in diesem Buch stehen. Bei denen, wo ein Unterschied ist. Ich will, dass Gott einen Unterschied macht zwischen mir und den anderen. Ist das egoistisch? Natürlich. Wenn ich an dem Punkt nicht egoistisch bin, dann bin ich nicht normal. Wisst ihr, an dem Punkt, wo es darum geht, dass ich mit dem Herr Jesus in Ordnung bin, bin ich der egoistischste Mensch, der auf der Welt rumläuft. Wenn ich nicht mehr dafür kämpfe, dass ich mit ihm in Ordnung bin, ja, Entschuldigung, für was soll ich dann noch kämpfen? Alle anderen Dinge, da darf ich nicht egoistisch sein, aber das ist mein Verhältnis zu meinem Jesus, da muss ich eifersüchtig drüber wachen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und dann muss ich hingehen und die Entscheidung fällen. Ich muss eine Entscheidung fällen, ganz einfach, die Jeremia gefällt hat. Ich muss alles glauben, was geschrieben steht. Und ich muss mich entscheiden, Gott ernst zu nehmen. Was er gesagt hat, das meint er so. 1. Korinther 4, 6, ich gehe nicht übers Geschriebene hinaus. Aber das, was er geschrieben hat, das nehme ich an und da stelle ich mich drauf. Und es kann nichts auf dieser Erde geschehen, auch keine Erfahrung, die das verändert. Wisst ihr, wenn ich mich so im Glauben draufstelle, dann falle ich nicht unter die Gruppe, die der Herr Jesus beim ungerechten Richter rügt. Dann stehe ich vor ihm. Wenn ich mich dann reinigen lasse und ihm, dem Lamme, folge, wohin es geht, Geschwister, dann wird etwas passieren. Dann geschieht Psalm 25, 3. Den glaube ich von ganzem Herzen. Keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Ich werde nicht zu Schanden werden. Ich werde überleben. Ich werde Lukas 21, 36 wirklich erleben. Ich werde wachen und beten und zu Füßen Jesu liegen, wie Maria. Und am Schluss werde ich überleben. Wie, weiß ich nicht, das ist auch egal, aber ich werde überleben. Ich weiß nur die Tatsache. Ich glaube, dass Gott das sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das war die Haltung von Jeremia. Wisst ihr, was am Schluss war? Fast alle, selbst die Gutgläubigen, die sogar ernst gemeint haben, hat man umgebracht. Sie sind aus Unglauben nach Ägypten geflohen. Sie sind unter das Gericht Gottes gekommen. Nur einer blieb stur und man könnte sagen naiv und unbelehrbar vor Gott stehen. Das war Jeremia. Wenn ich Klagelieder liest, dann kann ich bloß eine einzige Quintessenz, einen Schluss daraus ziehen. Du musst
trotz aller Umstände nur dafür sorge, dass du vollkommen ihm glaubst. Dass du vollkommen in der Nachfolge Jesu bleibst, zu den Füßen Jesu. Wenn's hart wird, klammerst du dich im Glaube an den Saum seines Kleides. Rufst der Rettername Jesu in dem Wissen, wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet werden. Du gehst einfach hin und lässt dich nicht vor seinem Angesicht verscheuchen. Hat Salomo Angst gehabt, vom Angesicht des Königs verscheucht zu werden, weil er selber der König war. Das ist ganz einfach. Du lässt dich nicht verscheuchen. Du bleibst bei ihm, klammerst dich an ihn. Und dann wird nichts passieren. Dann wird der Herr sagen am Schluss, komm her, du getreuer Knecht. Geschwister, und was bringt unsere Endzeitkonferenz, wenn das nicht der Schluss ist von der Endzeitkonferenz? Versteht ihr? Dass wir alle mit einem ganz völlig stabilen, befestigten Herzen hingehen in den Alltag und sagen, jetzt kann kommen, was will. Ich werde überleben. Ich möchte beten.